Ich möchte, dass die Pflegekammer menschlicher ist und für jedes Mitglied, egal ob er Kritiker ist, ob er Befürworter ist oder ob es ihm völlig egal ist, ansprechbar ist. Jeder ist gleich viel wert, also nicht nur in der Pflege und in der Arbeit, sondern auch als Mitglied der Pflegekammer. Für uns ist es sehr wichtig, offener zu sein. Wir können nicht einfach nur die Tür zumachen und hinter verschlossenen Türen irgendetwas machen, was dann irgendwann rausgeht. Ein Herzensanliegen von mir ist es, eine neue AG zu gründen, in die wir gerne kritische Mitglieder und auch Befürworter einladen möchten, zusammen an Themen, die die Pflege interessieren oder berühren, gemeinsam zu arbeiten. Ich glaube nämlich, dass die Pflege deutlich mehr Probleme hat als nur die Frage Pflegekammer ja oder nein.